Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Supermarket Simulator. Ich habe ein kleines bisschen weiter gespielt, bin mittlerweile Supermarkt Level 20 und warte mal, ich muss erstmal noch kurz hier ein bisschen Restauffüllung betreiben. Also einmal Bleiche brauchen wir. Und bei dem Rest ist überall eigentlich noch was drin. Ich habe, glaube ich, ganz gut gevorratet. Warte mal, dann kann der Karton... Nee, warte. Der kann mal da raus. Dann packen wir den vollen rein. Und den angefangenen hinten dran, wenn wir schon, sag ich mal, so machen können. Wa? Na, hier mit der Milchschnitt ist ja auch wieder suboptimal. Okay, wir bestellen einmal Bleiche. Hatten wir gesagt. Um das Regal wieder voll zu kriegen, bin ich ja schon wieder drüber weggegangen. Da. Sehr gut. Kaufen. Fertig. So. Das haben wir. Ich möchte gern mal versuchen, heute noch ein bisschen Taler zu machen, denn wir können ja unser Lager noch erweitern. Das Supermarkt Level 20 habe ich und den Abschnitt 4 brauchen wir natürlich auch noch. Ich möchte mir aber gern beide zusammen kaufen. Oder warte mal, dann können wir ja mal hier so machen. Können ja mal öffnen. Dann kann ja nebenbei der Umsatz schon kommen. Und wenn ich mich nicht verrechnet habe, brauche ich 4.131 Dollar, um genügend Kohle hier so zusammenzukriegen für die beiden Lagererweiterungen. Natürlich werde ich dann gucken, dass ich mir auch zeitnah, sobald möglich, die letzte Erweiterung auch noch kaufe. Dafür brauche ich aber Supermarkt Level 25. Da kann es sein, dass ich dann zur nächsten Folge eventuell so ein bisschen vorspiele, um dieses Level zu haben. Denn ich möchte das mit dem Lager erledigt bekommen. Ne? Das war jetzt das zumindest auf maximal haben. Denn ich habe zwar noch freie Fächer in den Regalen, aber ich würde es dann ganz gerne ein bisschen thematischer unterteilen. Ja, abgeändert habe ich hier im Lager, dass ich jetzt 4 Plätze für die Tiefkühlhähnchen habe. Und ja, danke für die Kommentare übrigens. Ich hoffe auch, dass es da noch ein Update geben wird, dass es, was weiß ich, im Lager denn irgendwann mal so eine Erweiterung für eine Tiefkühlkammer gibt oder irgendwie sowas. Ne? Das wäre natürlich klasse. Aber gut. So, du möchtest hier dein Brot bezahlen, kein Problem. 36 Talers machen wir. Dann habe ich auch schon so ein bisschen in weiser Voraussicht, weil das Lager ist doch ganz schön düster des Abends, ne? Habe ich mir schon mal so ein paar Lampen hier hingestellt. Das werden wir dann auf jeden Fall auch noch ändern, dass hier noch ein bisschen mehr Licht ist, ne? Ja, aktuell lasse ich eigentlich die ganzen Tage meinen Einräumer hier fleißig vor sich hin einräumen. Ich gucke dann immer mal, wenn so ein bisschen Knappheit entsteht, dass ich zwischendurch mit anpacke, wie jetzt bei den Kartoffeln. Ja, dass man da dann doch mal guckt. Oder bei den Hähnchen, da geht das ja auch recht schnell, dass die leer sind. Und da kommt der natürlich nicht hinterher. Und sobald wie möglich werde ich natürlich auch noch einen zweiten Einräumer einstellen. Ne? Also das steht außer Frage. Weil ich glaube, so langsam aber sicher stößt er hier dann auch so an seine Kapazitätsgrenzen, ne? So, Pizza. Sehr gut. 51,50. Und hier, Mozzarella und Schokolade. Na, ich möchte nicht wissen, in welchem Zusammenhang das miteinander steht. Müssen wir auch nicht wissen. So, 9,50 Dollar möchtest du zurückhaben. Kein Problem. Auf Wiederschauen. Beehren Sie uns bald wieder. Da, guck mal, da ist das Toilettenpapier schon wieder so ein bisschen am Leerwerden. Wie sieht es hier aus? Die Schoko-Cornflakes, die können wir gleich mal mitmachen. Es sei denn, er holt sich die jetzt hier raus. Nee, macht er nicht. Oh mal, da können wir auch gleich schon wieder nachbestellen. Oh Gott. Er macht das Toilettenpapier. Naja, dann machen wir das Toilettenpapier. Das ist sinnvoll. Aus dem Weg. So, zweimal Müsli. Schokomüsli. Ja, Moment, ich bin gleich für Sie da.
Zweimal Müsli und wollen wir dann ja gleich mal, ja, würde ich sagen, war Toilettenpapier können wir gleich noch mitbestellen. Das ist hier relativ weit unten gewesen. Lass mal gleich zwei bestellen. Macht sich, glaube ich, ganz gut. So, räumen wir auch gleich ein. Aber erstmal müssen wir hier so ein bisschen abkassieren, ne? 29 Dollar. Oh. Der hat zu wenig wiedergekriegt. Da kriegen wir jetzt Mecker, ne? Haben wir jetzt Abzugspunkte gekriegt? Ich weiß es nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe mich vertan. Es tut mir sehr leid. 38, 50. Ach nee. Moment. gib mal das wieder zurück. 40. 60, 61, 50. Hab mich vertan. Hab in der falschen Spalte geguckt. So, hier die Milch. Die geht auch immer schnell weg. Ne? Da ist auch nicht viel drin. Immer in den Kartons. Das ist halt eine so eine Regalfläche. Ne? Muss man auch immer ein bisschen gucken. So, das war's jetzt hier erstmal. Dann würde ich sagen, füllen wir gleich erstmal unsere Lagerbestände wieder auf. Ja, gucke. War, glaube ich, ganz gut, dass wir zwei bestellt haben. Ja, gleich ein bisschen dranbleiben hier. So, hier, Schokomüsli. Ja, man, gut, dass ich gerade gefrühstückt habe. So. Ja, ich bin sofort für Sie da, fast. Gibt es noch irgendwas, was hier ganz brenzlig knapp ist? Nö, eigentlich nicht, ne? Doch hier dreimal so eine Milch. Wir können ja nochmal Milch bestellen. Gut, 6 Uhr. Ach komm, wir bestellen das mal gleich. Besser ist. Moment, die Herrschaften. Ich mach mal kurz Licht an und dann kann es losgehen, ne? Ah ja, da gibt es heute bestimmt Rührei. Lecker, lecker. So, die Dame möchte viel sauber machen nach dem Kochen. Alles klar. Auch das ist kein Problem. Unser Sortiment ist vielfältig genug. Ja, der füllt gerade die Eier auf. Das ist gut. Ja, das können wir gut. Ja. So, warte mal hier. 54. Dann, oh, ja, Moment. Entschuldigung. Habe sie gerade fast übersehen. Dann gucken wir doch mal, was wir hier noch auffüllen können. Vielleicht Hähnchen und so ist alles da. Eine Packung Käffchen können wir mal leer machen. Kaffee hier unten. Packen wir dahin, dann ist der Karton auch gleich leer, ne? So. Sehr schön. Oh. Ach so, er macht das Susu. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt ungünstig. So, dann nehmen wir gleich die Milchpackung mit rein. Dann machen wir es aber so. Warten Sie. Manchmal habe ich ja so die Macke, dass ich das hier gleich richtig sortiert reinpacke. Aber nur manchmal. So, Mensch, der Tag ging jetzt aber richtig schnell rum, oder? Doch meine Güte. Ach, Kuchen. Der Papakuchen. Alles klar. Kommt, ist sofort da. Oh, wow. So, das kommt hier ins Regalchen. Dann sieht es wenigstens so aus, als ob, ne? Also den müssen wir dann auch gleich noch wieder mitbestellen. Kommen Sie mal raus. So, warten Sie hier. Mal kurz sagen, also da können wir auf jeden Fall zwei Kartons schon mal bestellen. Oder beziehungsweise in den Warenkorb packen. Kuchen. Hier zwei. Irgendwas war es doch noch, was ich eben gerade gesehen habe, was wir mitbestellen können. Naja, wir werden es sehen. Küchlein. Ja, Klopapier auf jeden Fall. Machen wir auch gleich nochmal mit rein. Ach komm, dann packen wir gleich zwei mit in den Warenkorb. Guten Abend, eine Cola. 97. 5, 7. Auf Wiederschauen. So, das kriegen wir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, der hat aber viel vor hier. Naja, ich meine, es ist unser Umsatz, ne? Warum nicht? Okay.
Sehr gut. Dankeschön. Und 50 Cent zurück. Damit ist der Tag beendet. Unser Kontostand sieht ganz gut aus. Ich würde sagen, wir entern mal. $1000 Gewinn. Schokomüsli, Sepp und Spaghetti. Ich glaube, das ist diese hier, ne? Ja. 2,50 haben wir. Schokomüsli. Können wir so lassen. Und Spaghetti haben wir hier. Oh ja, machen wir mal. Nee, 6,50. Na? So, wenn sie es gar nicht kaufen, ist ja auch sinnfrei. Okay, dann gucken wir mal. Oh, Schoki ist ja auch schon fast leer. Dann füllen wir mal ein bisschen mit auf. Hier. Dann können wir gucken, das, was wir leer machen, das bestellen wir dann dementsprechend auch gleich nach. Ne? So, genau. Einmal Schoki. Ne, wir bestellen gleich zweimal Schoki. Muss sein. Muss einfach sein. das war weiter unten. Hier. Genau. Dann gucken wir mal. Süßigkeiten. Füllen wir auch gleich mit auf. Dürfte jetzt. Oh ja. Da habe ich jetzt natürlich nicht hingeguckt. Ach nee. Hab nicht geguckt, wie viel da vorher drin war, ne? Aber gut. Ist ja umso besser. So. Einmal Süßigkeiten. Dann bestellen wir gleich zwei. Zwei. Und jetzt gucken wir mal bei dem Kuchen, wie es da so aussieht. Das sind ja beides angefangene Packen. Ja, da können wir auch gleich zwei bestellen, wa? Die werden wir jetzt beide leer kriegen. Sehr gut. Und hier. Und dann haben wir doch das auch schon mal so halbwegs wieder aufgefüllt. Und den Rest machen wir, glaube ich, dann so nach und nach hier während des Betriebes wieder. Nee. Jetzt werden wir erstmal diese Bestellung auslösen. Kuchen, 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 Kuchen. Da. Dann ist nämlich auch der Warenkorb voll. Dann werden wir das noch verräumen. Da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen hin und her laufen. Das tut mir ja ganz doll leid. Wir haben es jetzt noch nicht geschafft, uns mit den Mods auseinanderzusetzen. Ich denke mal, die Woche werde ich jetzt eventuell an einem Stück aufnehmen. So, das war denn, ja, ich würde sagen, in der Woche danach, denn vielleicht auch Mods installiert haben. Wir gucken denn mal, ne? Eins nach dem anderen und dann mit einem Ruck oder wie war das? So, guck mal, füllen sich doch die Regale schon wieder. Das ist doch schön. So. Und so. Der leckere Kuchen. Wobei, so, du kannst da rein, ne? Wobei das manchmal eigentlich eher fast wie so eine Backmischung aussieht. Aber gut, das kann mich natürlich auch täuschen. So, Schoki. Na, was wir haben, haben wir. Ich will ja nicht zu viel Geld hier gleich wieder ausgeben. Ich meine, ich hätte jetzt noch genügend Taler, ne? Das ist klar. Aber wir gucken mal. Ja. Ja, ne? Wir machen es einfach mal so vielleicht. Schön auf den Bordstein stellen. Dann nehmen die Leute die Produkte gleich so mit. Ist doch kein Problem. Ist ja nicht so, als hätten wir es nicht. Okay, ja, ich würde sagen, das ist okay. Nee, Kartoffeln brauchen wir noch. Das machen wir noch. Susu. Haben wir hier noch einen ganzen Karton? Also einmal Kartoffeln, nee, zweimal Kartoffeln, einmal Susu. Und dann sieht das ganz gut aus. Erstmal jedenfalls. Wir werden natürlich dann noch weiter auffüllen. Susu, Kartoffeln. Zweimal. Meine Güte, manchmal muss ich ein bisschen doller klicken. So. Und dann gehen wir in die Verwaltung, in das Lager, da sind wir schon. Kaufen Abschnitt 4. Gucken mal. Aha, das war denn diese Wand. War ja schon fast zu erwarten. Und dann kaufen wir noch Abschnitt 5.
Das dachte ich mir auch. Und dann ist der letzte Abschnitt dieser dort. Na, das sieht doch schon ganz nett aus. Ja, da müssen wir mal gucken. Ich würde ja sehr gern, ich meine, hier sind jetzt ja noch die Kartoffeln mit drin in dem Regal. Zum Beispiel dieses Regal, also diese Tiefkühlprodukte, eventuell einfach hier sammeln, dass wir da dann noch ein Regal daneben stellen. Vielleicht, ich denke mal, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass noch Tiefkühlprodukte kommen werden. Das heißt, wir gehen hier in den Markt. Oh, nee, ich habe den Tag noch nicht gestartet. Gut, ich war gerade so ein bisschen, okay. Wir kaufen mal zwei Regale. Das ist okay. Oh, ja. Dann machen wir hier nämlich so eine Art Tiefkühlecke hin. Na, da möchte ich jetzt hier quasi meine ganzen Tiefkühlsachen drin haben. Dann bin ich am Überlegen, ob wir alles, was mit Reinigung zu tun hat, ich denke mal, da wird ja auch noch ein bisschen was dazukommen, vielleicht hier hinten hinpacken, dass das alles schön so nebeneinander steht. In einer Flucht. Warte mal, da können wir ja auch so weiter noch ran. Ja, schön Platz ausnutzen, genau. Da kommt ja noch mal Putzkrams dazu, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne, dass wir uns da quasi gleich den Platz für bereithalten. Ne? So, das ist okay. Dann ist das hier sowas. Ja, Trockenkrams, ja. Das stellen wir jetzt erstmal hier hin. Ich werde dann höchstwahrscheinlich, wenn wir den letzten Abschnitt haben, hier in der Mitte dann auch nochmal Regale einziehen. Weil, wie gesagt, das reicht ja hinten und vorne nicht. Aber so denke ich, wird das doch eine ganz nette Geschichte, oder? Ich denke auch. Ich weiß jetzt nur nicht so richtig, wie ich das mit den Kartoffeln machen soll. Bin schon fast geneigt, ein reines Kartoffelregal zu machen. Beziehungsweise, dass die Kartoffeln halt vier Fächer bekommen. Ja, da bin ich ein bisschen, ja, am Gucken. Könnte man natürlich hier bei den Putz... Nee, eigentlich will ich das da nicht hinhaben. Wir gucken einfach mal. So, was haben wir hier? Die Kartoffeln. Die kommen denn jetzt immer noch hier rein? Oder wir machen die Kartoffelreihe da oben erstmal vollständig. Das könnten wir natürlich auch machen. Naja, warten wir es erstmal ab. So, jetzt muss ich gucken, wo ist das jetzt gelandet? Du gehst dahin. Und was haben wir hier noch am Start? Nochmal Kartoffeln. Und da geht es nämlich schon los. Ich glaube, wir machen das erstmal so, dass wir die nach ganz oben packen, dass ich da möglichst auch Vorräte habe, die ein bisschen umfangreicher sind. Ne? Dann könnte man natürlich hier auch nochmal eine Reihe mit Toilettenpapier, also das hier erweitern. Ne? Das sind ja doch die Sachen, die leider sehr, sehr viel Platz wegnehmen. Ne? Wir probieren das mal. Wir bestellen mal noch einen Kartoffelsack. Und zweimal Toilettenpapier. Doch, können wir uns gerade so noch leisten. Und dann würde ich sagen, starten wir einfach mal in den neuen Tag. Der macht ja hier schon einen guten Job, der junge Mann. So. Ja, ich denke, das ist ganz okay, wenn wir das Toilettenpapier hier unten einfach verlängern. Ne? Dann haben wir da deutlich mehr Reserven. Ich denke, das wird sich noch mal relativieren. Ich glaube, entweder kommt noch mal Toilettenpapier dazu oder Küchenrolle. Irgendwas wird schon noch dazu kommen. Da muss man gucken natürlich, was das für Regalflächen denn ja, beinhalten wird. Ne? Wir werden es sehen. So, guck mal, dann haben wir vier Plätze für Kartoffeln und vier Plätze für Toilettenpapier. Das ist okay. Warte mal, wir brauchen noch Reiniger und Bleiche. Das sieht auch schon wieder äußerst knappig aus. Mal gucken, ob wir uns das noch leisten können. Reiniger und Bleiche. Wir machen mal zweimal Reiniger. Da ist nämlich ja nur noch einer drinne gewesen, ne? Lalalala. Ja, das ist immer ein bisschen schade, wenn das gleich so viel Platz wegnimmt, ne? Ein bisschen blädig. So. Haben wir dieses?
49,50 der Herr. Vielen Dank. Ja, wie gesagt, das letzte Lagerteil hat er natürlich absolute Priorität. Aber ich glaube, das war ja mit Level 25 erst. Ja, weil ich hätte es ganz gern schon so mit dem Lager, dass ich das für mich thematisch abgeschlossen habe und dass wir das dann quasi so bestücken können, wenn wir die nächsten Produktlizenzen freischalten. Ja, dass wir das dann nicht hin und her räumen müssen, andauernd wie die Verrückten. Ja, ich denke, das könnte Sinn machen. Könnte, muss aber nicht. Okay, also du gehst mal dahin. Dann kommst du dahin und ich befürchte, da kriegen wir ja bestimmt nur noch einen Karton dazu, wa? Ja, das war's dann quasi schon. Warten Sie. Habe ich jetzt Toilettenpapier gekauft, obwohl ich noch Toilettenpapier hatte, ja? Naja, macht ja nichts. Ja? Nee, kriegst du keinen weiteren hin. Stell mal den einfach mal hier daneben. Das müsste passen. Und dann gehen wir mal die Kunden abkassieren hier. Bringen Sie mir Geld. Ich brauche jetzt wieder ziemlich viel davon. Danke. Jupp. Jupp, danke. Oh ja, das ist hier wieder ein ordentlicher Einkauf. Das ist gut. Oh, meine Güte. Das habe ich nicht gelesen, was er da bemängelt hat. Hat er was nicht gefunden? Naja. Kriegen wir hin. Oh, Kuchen, Kuchen, Kuchen. Das haben wir. Ja, gut. Und das haben wir. Na, ich würde sagen, damit können wir doch ganz zufrieden sein, oder? Ja, den Kartoffelsack hat er leer gemacht. Ich will es noch mal gucken. Ich vergesse das nämlich immer zu. Einstellen mit Level 22. Ja, na, das werde ich auf jeden Fall machen. Ein zweiter Kassierer. Ach, zu teuer für dich, offensichtlich. Gut. Einen zweiten Kassierer finde ich jetzt aktuell noch nicht notwendig. Kann natürlich noch kommen. Ja, ich, wie gesagt, ich bin da eher für den zweiten Einräumer, ne? So, meinen Kaffee hier umrühren. Wir haben ja gerade keine Kunden am Start. Sehr schön, es läuft. Prost, Prost, Prost. Na, die Dame, etwas Müsli für die Kinder, ja? Die machte doch einen sehr gestressten Eindruck, die Gute. Naja, so ist das halt manchmal. So. Haben wir wieder einen Karton leer gemacht. Vorsicht. Wunderbar. Guten Tag, der Herr. So. 3,50 $. Auch erledigt. Perfekt. Ach, na, gucke. Also ich finde, das mit den Umsätzen ist doch ganz gut eigentlich, ne? Man kommt recht schnell wieder zu Geld. Klar ist, in den höheren Leveln muss man dann natürlich gucken, da wird man länger brauchen. Ne? Das ist ja auch Sinn eines solchen Spiels, dass man das nicht innerhalb von quasi zwei Leveln einmal durchgespielt hat. Also ist meine Meinung jedenfalls. Da gucken wir einfach mal, wie zeitintensiv das dann werden wird. Ne? So, guck mal, da ist der Reis alle. Aber das sollte für den heutigen Tag auf jeden Fall noch reichen, hoffe ich jedenfalls. Schoki können wir schon wieder auffüllen. Ja, Moment. Moment, ich bin sofort für Sie da. Hier unten. Ja. Naja, man muss ja hier die Leute, ne, so nach Feierabend, die brauchen ihre Schoki. Unbedingt. Chips haben wir ja noch nicht, kommt ja auch noch, ne? Aje. Also müssen wir sie mit Süßen versorgen. Nabend. So, $77. Dankeschön. Oh, die Spaghetti sehen ziemlich leer aus. Da. Wo reichen die jetzt hin? Hallo? Hallo? Wo habe ich die jetzt hin? Hä? Wo sind Spaghetti?
Wo sind die denn? Bin ich jetzt blind? Wo habe ich die hin? Hallo? Ach, da oben, bei den Eiern. Na toll. Das habe ich jetzt gar nicht für voll genommen. Ich bin sofort da. Kleinen Moment. Oh, wir müssen dann also auch Eier bestellen. Das muss man merken, dass das die großen Eierpackungen da waren. Da kommt, glaube ich, auch noch eine Sorte dazu, ne? So. Klick, 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 klick. Also das hast du hier mit der Maus einen ordentlichen Verschleiß. In dem Spiel. Aber gut. Dafür ist eine Maus ja eine Maus geworden. Also ich meine eine Computermaus, ja? Oh, mal schön passend hier. Wunderbar. So wünsche ich mir das. Und Sie hätten gern 98 zurück. Bitte schön. Kein Problem. The Milch ist leer. Okay. Also jetzt räubern sie uns doch ganz schön aus, finde ich. Aber das ist okay. Umsatz ist Umsatz. Wir wollen uns nicht beschweren. So, vielleicht haben wir ja Glück, dass noch einer noch mal Spaghetti kauft. Wie sieht's hier aus? Hier können wir auch leer machen. Bitteschön. Haben wir das? Ja, es ist doch ganz schön finster hier drin, ja. Ich glaube, es wird Zeit, hier noch mal so ein bisschen aufzurüsten in Sachen Licht, ne? Das machen wir. Machen wir es so. Ja, und dann machen wir in der Mitte noch mal ein bisschen. Ey, ey. Ich hänge fest. Ich sagen, dann machen wir hier vielleicht noch mal ein Lämpchen hin und hier vielleicht mittig noch mal. Ist natürlich immer schwierig zu sehen, ob man wirklich in einer Flucht ist. Beiden Richtungen, ne? Und ja, ich komme gleich, bin gleich da. So, guck mal, sieht doch das schon wesentlich heller aus. Dann machen wir das Eck hier hinten natürlich auch noch. Das ist ja dann quasi schon final. Ich weiß, es ist absolut unhöflich, seine Kunden so lange warten zu lassen, ja. Aber gut. Guten Abend. 12,50 Dollar. Auf Wiederschauen. So, der dürfte beim letzten Kunden angekommen sein. Oha, also die haben uns ganz schön leer gekauft, möchte ich mal behaupten. Junge, Junge, Junge. Ah. Dann machen wir dieses. Dann nehmen wir uns gleich das nächste. Ja, das dürfte nicht leer werden. Nee, nee, der war ja noch voll, der Karton. Aber gut, da können wir auch gleich mit nachbestellen, ne? So, wie sieht das jetzt eigentlich aus? Putzmittel ist da oben noch. Aha, Clean Dish ist leer. Da haben wir noch mal. Oh, guck mal, da kriegen wir unsere beiden Kartons Toilettenpapier noch unter. Das machen wir noch. Dass ich jetzt nicht noch mal neu bestelle, wenn es nicht zwingend sein muss. Ja, räum du mal fleißig auf, ne? So, bevor du was in der Hand hast, starte ich mal einen neuen Tag. Ja, natürlich satt miese gemacht, aber ja, Parmesan, Joghurt, Butter, 6er Milch. Parmesan, Butter, Parmesan, Butter, Joghurt und der 6er Milch ist doch alles schön. So. Oh, da müssen wir deutlich runter. Sonst kaufen sie es ja gar nicht, wa? So, meine Herren. Ja, das sieht ja hier schon wieder spannend aus, wa? Keine Eier. Gut, wir bestellen jetzt mal ganz zwingend Eier, bevor ich die nämlich vergesse. Nee, wir sind schon ganz unten. Machen wir gleich mal drei. Hier machen wir mal vier. Dann machen wir, nö, da brauchen wir nichts. Einmal Käse können wir noch bestellen. So, dann brauchen wir blaues Mehl, wenn ich das richtig gesehen habe, zweimal. Einmal rotes Mehl.
rotes Mehl. Spaghetti. Na, wir machen mal die roten Nudeln. Dann sind wir damit nämlich durch. Dann ist die Bestellung schon mal gesichert. Sehr gut. Oh oh. Jetzt sind die Eier gleich kaputt. Oh Mann. Warum machst du so? So. Gucke immer, na, ich versuche immer hier so Wege zu finden, dass man hier gleich wieder so reinrutschen kann, wie man rauskam. Aber das funktioniert leider nicht. Wir müssen hier so ein bisschen doch uns hin und her bewegen. Aber wir kriegen das hin. So, du bist nochmal Eier und da sind nochmal zwei Eier. Also noch zweimal Kartons Eier. Dann haben wir da doch, denke ich, einen guten Vorrat. Bin ich eh schon am Überlegen, ob ich jetzt einmal mal meine Regale so schön vollballere, dass ich bei bestimmten Produkten erstmal nicht so unbedingt in Bedrängnis komme. Ne? Guck mal, wir könnten hier zum Beispiel noch zweimal Eier bestellen. Dann machen wir das jetzt auch gleich noch. Da unten. Zweimal Eier. Pass auf, und dann machen wir das jetzt mal so. Ich glaube, das wird jetzt so meine Challenge bis zur nächsten Folge werden, dass ich mal meine Regale so richtig voll mache, während mein Kassierer und mein Einräumer hier fleißig sind. Ja, ihr Lieben, dann würde ich sagen, komme ich für diese Folge zum Ende. Ich denke, wir sind gut vorwärts gekommen. Ja, und dann sehen wir uns, wenn ihr denn mögt, beim nächsten Mal wieder. Also, bis dahin, ihr Lieben. Macht es gut. Tschüss.